Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ja, zum Thema Stress und wenn die Grundanspannung steigt. Folge 1 hat sich ja mit der Thematik Biologie und Funktionsweise von Stress im menschlichen Körper beschäftigt. In der Folge 2 habe ich Ihnen allerhand erzählt über Stressoren und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht Ihre Hausarbeit gemacht haben, mal eine Woche lang zu gucken, welche Stressoren beeinträchtigen mich in meinem Lebensalltag oder in meinem Berufsleben. Ja, heute mit der Folge 3 wird sich das Thema Stressarten und Stressformen für Sie erschließen und welche Folgen können sich durch Stress entwickeln. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, zu Folge 3. In Folge 2 haben wir uns über Stressoren und stressauslösende Faktoren uns damit beschäftigt. In Folge 3 werden wir uns mit Stressformen, Stressarten beschäftigen. Je nach Auslöser und Hintergründen kann Stress sehr unterschiedliche Formen annehmen. Und wir beginnen mit der ersten Form. Die erste Form ist der sogenannte positiv empfundene Stress. Der positiv empfundene Stress wird auch als Eustress bezeichnet. Und der Eustress wird ausgelöst durch positiv empfundene Reize. Und hier wird eine Situation, ein Reiz, entsprechend bewertet. Als angenehm, machbar, herausfordernd, motivierend, schön. Dennoch finden hier auch bei dem positiven Stress Hormone und Hormonausschüttung statt. Nämlich hier auch bei dem positiv empfundenen Stress wird das Serotonin ausgeschüttet, die Katecholamine werden ausgeschüttet und das Cortisol wird ausgeschüttet. Zum Beispiel verliebt sein. Verliebt sein ist eine wunderbare und positive Eigenschaft. Positiver Stress. Auch hier, wenn ich die Person sehe, kann ich kaum noch denken, kaum richtige Worte finden. Ich will was Wunderbares, Tolles sagen, aber es kommt nicht so richtig raus. Also auch hier ist mein Denken eingeschränkt und ich bin fokussiert und einfach nur verliebt. Zudem kommen auch Körpersymptome hinzu, die als angenehm empfunden werden. Schmetterlinge im Bauch, Kribbeln, Herzrasen, ne, all die wunderbaren Dinge, die passieren können, wenn wir verliebt sind. Ja, bei dem Eustress kann sich auch durch die Erfolgswahrnehmung verstärken. Ja, somit kann natürlich positive Verstärker können stattfinden und eine Motivation, um etwas umzusetzen, sich zu bewegen, etwas zu tun, etwas zu leisten, noch verstärken. Ja, Eustress wird als sehr angenehm empfunden, manchmal sogar rauschartig erlebt. Denken Sie daran, ne, warum springen manche Menschen von Brücken mit einem Gummiband am Bein, ne, Bungee-Jumping oder springen aus einem Flugzeug heraus oder fahren gerne Achterbahn, um einfach einen positiven Kick, ein Erlebnis zu erleben. Kommen wir nun zu dem negativen Stress. Negativer Stress wird auch Distress bezeichnet. Und der negative Stress, Distress, wird ausgelöst durch die Bewertung einer Situation, die als hilflos bewertet wird, Machtlosigkeit bewertet wird, unangenehm bewertet wird. Also durch negativ erlebte Reize wird der Distress ausgelöst. Auch hier bei der Negativbewertung werden dieselben Hormone ausgeschüttet wie beim Eustress auch, nämlich Serotonin, Katecholamine und Cortisol. Das heißt, die Körpersymptome, die wir hier erleben, werden als furchtbar belastend erlebt. Herzrasen, Schweißausbruch, Schwindel, nicht mehr sprechen können, Kloßgefühl im Hals, nicht denken können. Also hier bei einer Negativsituation werden auch dieselben Hormone ausgeschüttet. Was hier noch hinzukommt, ist,
dass sich eine Stressspirale entwickeln kann. Durch die ganzen Symptome in der Situation, die ich vorhin aufgezeigt habe, Herzrasen und so weiter, ne, Stresssymptome, können erneute Stressreaktionen ablaufen. Und hier ist die große Gefahr, dass sich dieser Stress in einen Daueralarm entwickelt, in eine Dauerschleife. Das heißt, wir haben eine stressbelastende Situation, bewerten die als machtlos, hilflos. Es kommt zudem hinzu Symptome und diese Symptome werden nochmal wieder als bedrohlich wahrgenommen und somit kann sich eine Stressspirale entwickeln. Wie in der ersten Folge wissen Sie ja, dass es die sogenannte Schockphase gibt, Widerstandsphase gibt, die Erholungsphase gibt, die primär beim Eustress gegeben ist. Und beim Distress kommen die Menschen öfters oder fast immer in die sogenannte Erschöpfungsphase. Und durch die Erschöpfung entstehen erneute Symptome, Stresssymptome, und hier kann sich dann ein Daueralarm entwickeln. Das heißt, der Distress hat die große Gefahr, dass sich Stress chronifizieren kann, sich in einen Daueralarm entwickelt. Somit haben wir die beiden Hauptformen von Stress einmal beschrieben, den sogenannten Eustress und dem Distress. Stress muss aber nicht immer im gleichen Ausmaß spürbar sein, kann auch unbemerkt im Hintergrund ablaufen. Das heißt, es ist Ihnen gar nicht bewusst, Sie nehmen es gar nicht bewusst wahr, dass Sie sich in einer Stressreaktion befinden. Somit unterscheidet man nochmal zwei Formen, nämlich den sogenannten vordergründigen Stress und den hintergründigen Stress. Ja, der vordergründige Stress, hier wird eine Alarmreaktion, ein Stressor, eine Bedrohung, eine Herausforderung bewusst erlebt. Und hier können natürlich dann auch entsprechend psychische Emotionen auch zustande kommen, wie Angst, Wut, Aggression zum Beispiel. Und hier finden natürlich auch körperliche Symptome statt. Herzklopfen, Blutdruck steigt, Muskelspannung ist erhöht. Aber hier ist die Bewertung einem bewusst. Man weiß, warum man angespannt ist. Die Situation ist für einen selbst erklärbar. Denn nämlich hier ist der sogenannte vordergründige Stress bewusst erlebt. Eine gefährliche Situation ist der sogenannte hintergründiger Stress. Hier wird die Situation, der Auslöser, kaum wahrgenommen. Der Stressor ist nicht unbedingt greifbar. Man versteht die Situation kaum noch. Aber man erlebt Herzrasen, Schweißausbruch, Schwindel und all die Symptome, die hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn Sie sich jeden Tag in eine Situation begeben, die belastend ist, wie zum Beispiel Lärm, Wohnen an einer stark befahrenen Straße oder Autobahn, kann das sein, dass der Stressor in den Hintergrund tritt, aber die Situation gleichbleibend ist. Lärm. Sie sind einer Lärmbelästigung stets und ständig und permanent ausgesetzt. Nehmen Sie aber nicht mehr als bewusst wahr, sondern Sie haben sie, weil sie alltäglich geworden ist, irgendwie mit eingebaut. Das heißt, der Stressor wird kaum noch wahrgenommen, aber ist immer da. Und Sie reagieren mit der Stressreaktionskette. Bewusst wahrnehmen werden Sie hier in diesem Fall die körperlichen Symptome. Aber der Stressor ist kaum wahrnehmbar. Oftmals wird diese Situation kompensiert. Ne, wenn man versucht, diese Stressoren und die Symptome, die daraus erfolgen, durch noch mehr Leistung zum Beispiel zu kompensieren. Oder Menschen ziehen sich dann zurück. Ne, sie haben körperliche Symptome, können sie nicht einordnen, kennen den Stressor nicht,
und sie haben nur noch den Wunsch nach Ruhe. Und viele Menschen haben hier die Angewohnheit, sich zurückzuziehen. Sich zurückzuziehen, sich zu isolieren, um gegebenenfalls Abstand zu bekommen. Eine weitere Kompensation ist oftmals aber auch der Genuss von Alkohol zum Beispiel. Denn Alkohol hat eine stressdämpfende Wirkung. Durch den Konsum von Alkohol können sich die Stresssymptome, Schwindel, Herzrasen, Schweißausbruch, innere Unruhezustände, damit kompensieren. Hier besteht auch die große Gefahr, dass eben halt Menschen in eine Abhängigkeitsstörung geraten. Ja, was ist denn nun chronischer Stressdaueralarm? Wie wird der eben halt erzeugt? Ne? Der chronische Stressdaueralarm, Distress, kann passieren durch eine nicht bewältigte Situation. Bewältigung eines akuten Stressereignisses ist misslungen. Daraus kann sich ein chronifizierter Stress entwickeln. Oder permanente Stressreize, ständige Alarmbereitschaft, keine Möglichkeiten zur Ruhe zu kommen, immer auf Anschlag arbeiten zum Beispiel oder im familiären Umkreis oder eben halt durch die eigenen Gedanken, durch den Anspruch, durch zum Beispiel Perfektionsstreben, kann das passieren, dass permanente Stressreize da sind und der Körper in eine ständige Alarmbereitschaft sich befindet. Ja, oder es ist ein großer Stressor gegeben und hier kommen dann noch kleinere Stressoren dazu und hier befindet sich der Mensch dann immer wieder in einem Ausnahmezustand. Dann die Stressspirale, ne? Durch das eigene Stresserleben können sich Stresssymptome nochmal negativ auswirken, auch negativ bewertet werden. Welche Folgen können sich denn aus einer chronischen Stressbelastung überhaupt entwickeln? Konsequenzen chronischer Stressbelastung. Und hier kann man mal gucken und differenzieren. Ne, zunächst kann es auch zu körperlichen Erkrankungen kommen, wie Herz-Kreislauf-Störungen. Ne, wenn Sie sich vorstellen, Ihr Blutdruck ist durch die Katecholaminausschüttung permanent erhöht, kann sich hierdurch eine essentielle Hypertonie entwickeln. Und ein permanenter Bluthochdruck wird auch als schleichender Tod bezeichnet. Und aus dem permanenten Bluthochdruck können sich natürlich auch Folgeerkrankungen entwickeln. Sogenannte Managerkrankheit, wie man früher sagte. Nur zum Beispiel Herz-Herzinfarkte. Aber durch einen permanenten Bluthochdruck können sich natürlich auch noch andere Folgen entwickeln, wie zum Beispiel Schlaganfall. Das heißt, der Körper ist hier in einem permanenten Ausnahmezustand. Auch Verdauungsstörungen. Manche Menschen sind empfindlich mit dem Darm. Und wenn sie permanent Stress erleben, können hier auch Verdauungsstörungen sich entwickeln. Na, Durchfälle zum Beispiel, Diarrhöen durch einen gestressten Darm. Ja, psychische Erkrankungen können sich auch durch einen chronifizierten Stress auch entwickeln. Und die häufigsten psychischen Erkrankungen, die sich aus chronifizierten Stress entwickeln können und durch das permanente Missachten der eigenen Impulse, der eigenen Bedürfnisse, kann es zu einer Depression kommen. Es können sich aber auch Angststörungen entwickeln. Die Körpersymptome, die gegeben sind durch den Stress, werden entsprechend fehlinterpretiert, weil vielleicht auch nicht ganz klar ist. Ne, hintergründiger Stress, hier sind die Körpersymptome im Vordergrund und diese werden entsprechend interpretiert als besonders gefährlich und hier können sich auch Angst- und Panikstörungen entwickeln. Ja, die dritte Erkrankung, die sich häufig aus chronifizierten Stress entwickeln kann, ist eben halt sind auch psychosomatische Erkrankungen. Ja, eine weitere Erkrankung, die auch sich aus chronifizierten Stress entwickeln kann, ist durch die stressdämpfende Wirkung von Alkohol können sich erhöhte Suchterkrankungen entwickeln. Wobei Sucht ist ein Begriff, den man so nicht mehr nutzt, sondern man spricht eher von einer Abhängigkeitsstörung.
Ja, zusammenfassend gesehen, akuter Stress ist ein ungezielter Abwehrvorgang zur raschen Reaktion auf Gefahrensignale. Chronische Stressbelastungen können ernsthafte Krankheitsfolgen nach sich ziehen, haben wir eben gerade aufgezeigt. Da bei gleichen Belastungen nicht jeder Mensch chronischen Stress entwickelt, ist nach individuellen Schlüsselfaktoren zu suchen. Denn Stress und Stresswahrnehmung ist subjektiv. Sie wissen ja, Wahrnehmung ist subjektiv, jeder nimmt anders wahr. Und hier ist ein besonderer Punkt hervorzuheben, nämlich die Bewertungssituation. Denn nach Richard Lazarus ist es wichtig, wie man eine Situation bewertet. Denn die Wahrnehmung und die Bewertung einer Situation ist ausschlaggebend dafür, ob ich positiven oder negativen Stress erlebe. Das heißt, ein negativer Distress kann durch eine kognitive Umstrukturierung, durch eine Neubewertung zu einem Eustress werden. Anders natürlich kann ein Eustress auch zum Distress werden. Was verbindet den Eustress mit dem Distress? Und hier haben wir ja festgestellt, dass die gleichen Hormone ausgeschüttet werden. Und was differenziert denn eigentlich den Eustress vom Distress? Und hier sagt Lazarus, die Bewertung einer Situation ist ausschlaggebend dafür, ob ich positiven oder negativen Stress erlebe. Ja, das zu Folge 3. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge 3 soweit Freude gemacht und Sie konnten etwas dazulernen. Das heißt, die Folge 3 hat sich beschäftigt mit den unterschiedlichen Stressformen, mit vordergründigen, hintergründigen, mit positiven und negativen Stress und die Konsequenzen einer Chronifizierung habe ich Ihnen hier kurz und knapp in einem Wissen kompakt aufgezeigt. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, Ihnen hat meine Präsentation heute gefallen zum Thema Stressform und eben halt auch Stressfolgen. In meinem nächsten Video in Folge 4 dreht sich alles um das Thema Stressprävention. Was kann ich für mich tun, um gesund zu bleiben, um keine Stresserkrankung zu bekommen? Also, nächste Woche wieder ein neues Video. Bleiben Sie gespannt, bleiben Sie dran. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie meinen Kanal und betätigen Sie die Glocke, damit Sie informiert werden, wenn denn die Folge 4 an Start geht.